Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben die FGS Challenge 4 am Start. Kriegen ein seltenes Goldpack dafür, ist relativ solide, würde ich sagen. Wir müssen dafür mindestens 2 Vereine ins Team einbauen. Wir dürfen maximal 3 Ligen haben. Maximal 5 Spieler aus demselben Land. Mindestens 5 seltene, mindestens Silberspieler und 24 Chemie. Also nicht allzu schwer das Team tatsächlich. Ich bin natürlich auf Goldseltene gegangen, weil Silberseltene habe ich quasi gar keine mehr im Verein. Und vor allem hier auf Frankreich und die Bundesliga, wie ihr seht. Also meine erste der 3 Ligen, die wir maximal einbauen dürfen, ist die Bundesliga gewesen. Und damit auch der Perfect Link von Kolomouani und Ndicka. Einfach weil ich die beiden halt im Verein hatte und dachte mir, okay, bei denen tut es mir nicht weh, wenn ich die abgebe. Ich brauchte 5 Seltene, jetzt habe ich meinen sogar 6, weil ich keinen anderen rechten Mittelfeldspieler mehr hatte am Ende. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja genau, dann hatte ich die beiden und dann habe ich halt hinten die Defensive mit den Franzosen aufgefüllt, um einmal in die Premier League zu gehen und halt in der Bundesliga zu bleiben. Die anderen beiden Spieler aus der Bundesliga dann mit Kruse und Campbell noch, um aufzufüllen. Mittelstürmerposition natürlich selten im Verein und ich will jetzt da nicht unbedingt Position Changes benutzen, deswegen Kruse dahingestellt und Campbell halt ganz gut für den Link mit Sima Khan. Dann den Rest hier Gray und hatte ich auch wegen den seltenen Spielern schon reingekloppt. Dann hatte ich halt Doucouré noch im Verein, der hat mit dem Vereinslink halt ganz gut gepasst und den Rest habe ich dann jetzt hier nochmal 2 Premier League Spielern aufgefüllt. Da hatte ich auch die Full Cam schon mit 27 tatsächlich. Und dann hat es halt gereicht, ne? Dann habe ich halt einfach jetzt hier einen Random Dude noch reingestellt, Lund in dem Fall. Einfach zum Auffüllen, weil warum soll ich dann noch einen Goldspieler verschwenden? Ja, relativ simpel würde ich sagen. Ist, denke ich mal, nicht allzu schwer. Kann man, denke ich mal, hinkriegen, wenn man sich da ein bisschen, wenn man ein bisschen was im Verein hat. Ich meine, das ist halt echt keine schwere SBC, Leute. FGS Challenge 4 nehmen wir aber mit und hoffen, dass wir vielleicht nochmal was Gutes ziehen aus dem seltenen Goldpack. Mal gucken. Vielleicht gönnt EA ja eine Special Card. Wir kriegen einen 81 Plus garantiert. Wir kriegen keinen Board garantiert. Perfekt. Timo Werner, Timo Werner. Ja. Passt perfekt zu dem Team, was wir abgegeben haben mit 2 Leipzigern. Dann noch Konsa, Golovin und Endo. Und einen Ein-Spieler-Pack. Okay. Also ein 2-Spieler-Pack, um genau zu sein, wird das dann am Ende sein. Aber ist schon okay. Haben wir Golovin und Endo. Die haue ich noch in eine andere SBC rein hier. In die Upgrade-SBC. Und dann haben wir auch noch ein oder 2 Packs in dem Fall mehr. Ne, das ist nicht die Upgrade SBC. Aber das hier ist die Upgrade SBC. So, da hauen wir den Endo und Golovin rein. Wo sind sie beide? Nicht Konsa, den und den. Und den Rest füllen wir mit Gold Non-Rare auf. So, auch wenn ich da nicht mehr allzu viele Lowest Rated habe, tatsächlich, wie man sieht. So, hauen wir rein. Und hoffen, dass da nochmal einen vernünftigen Spieler aus dem 80 Plus Pack bekommen. Das wäre ja ganz schön. So, und dann haben wir hier halt ein 2-Spieler-Pack. Das Tradable ist erstmal, deswegen öffne ich das zuerst. Und dass ja ein seltener Spieler drin ist, der muss nicht mal Gold sein, theoretisch. Von daher nicht hoch die Wahrscheinlichkeit, da was Gutes draus zu ziehen. Wir kriegen in diesem Fall Julian Brandt. Das ist vom Rating her sogar vollkommen in Ordnung. Und dann haben wir noch das 80 Plus seltener Goldspieler-Pack. EA, gönn bitte nochmal was. Es ist leider nichts da drin. Frankreich, ZOM, Payet. Ja, ist okay, nehmen wir mit. Mein Gott, ist sogar tradable. Dann war es das von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.